Frauen lieben es, wenn ein Mann weiß, was er will. Wenn er sich wie ein richtiger Alpha aufführt. Wenn er sich einfach nimmt, was er will. Nein, nicht alle. Schöne und intelligente Frauen wollen eine andere Art von Mann. Außerdem, willst du wirklich jemand sein, der du nicht bist? Das erzeugt doch ganz schön viel Druck, oder? In diesem Video bekommst du einen simplen, roten Faden, mit dem du ohne Druck herausfinden kannst, ob sie dich mag. Mein Name ist Andy Friday und Männer haben schon viel zu lange diesen ganzen schwachsinnigen Tipps zuhören müssen. Dieser ganze Druck ist unnötig. Dieser Kanal ist für Männer, die Frauen entdecken, verführen und entlang der Reise die große Liebe finden wollen. Männer wie dich, denn wir kennen das Gefühl. Sie schaut uns an, wir unterhalten uns, wir wollen den nächsten Schritt gehen, aber wir haben keine Ahnung wie. Soll ich ihr etwa mein Interesse bekunden und alle Karten schon auf den Tisch legen? Aber was ist, wenn sie mich nicht mag? Ich weiß, ich sollte irgendwas machen. Ich sollte bestimmt ihre Hand nehmen, sie berühren, sie küssen, irgendetwas. Aber Pause, wir kennen das Gefühl. Aber wie wäre es, wenn wir erstmal einen Schritt zurücktreten und das Ganze von oben betrachten? Klar mögen alle Frauen einen Mann, der sie führen kann. Beim Tanz führt der Mann die Frau. Ein Tanz ist etwas Schönes und Elegantes. Aber gerade beim Tanz führt der Mann nicht durch grobe Dominanz. Du musst kein Macho und kein Playboy sein. Nein, wie beim Tanz führst du sie durch simple, kleine Impulse. Wen sie will, ist genau jemanden wie dich. Und um herauszufinden, ob sie dich mag, darfst du ihr folgenden kleinen Impuls geben. Stell ihr einfach diese eine Frage. Du sagst ihr, sag mal, findest du mich attraktiv? Darauf kann sie auf unterschiedliche Art antworten. Sie kann Ja sagen, sie kann Nein sagen, sie kann eine längere Formulierung finden, um dir mit anderen Worten zu sagen, du bist nicht ganz ihr Typ, aber du hast was. Was bedeutet, dass sie dich mag? Was wichtig ist, ist, dass du den ersten Impuls gesetzt hast. Du hast jetzt das Gespräch in eine Richtung gelenkt, die nicht nur rein freundschaftlich ist. Du hast gerade die Tür geöffnet, dass sie nun einen Schritt auf dich zugehen kann. Das ist aus mehreren Gründen sehr kraftvoll. Denn erstens, du kannst keine Abweisung bekommen. Selbst wenn sie dir sagt, dass sie kein Interesse hat, hast du deine Karten ja gar nicht offengelegt. Du kannst dann einfach antworten, okay, ich wollte nur sicher gehen, dass es dir gut geht. Du sahst gerade ein wenig nervös aus. Zweitens, du vertauschst die Rollen. Es liegt jetzt an ihr, dir darauf zu antworten. Sie ist jetzt in der Position, dass sie zugeben wird, wenn sie auf dich steht. Sie hat jetzt die Möglichkeit, dir zu antworten und wenn sie auf dich steht, dir das zu sagen. Und wenn du magst, kannst du es danach ebenfalls zugeben. Und drittens, es ist einfach verdammt attraktiv. Du beweist damit, dass du den Mut hattest, über euch als Mann und als Frau zu sprechen und nicht nur als Freunde. Aber was danach passiert, ist wichtig zu wissen. Darum bleib dran. Wenn du mit ihr sprichst und dir das nächste Mal Gedanken machst, ob sie dich mag oder wie du den nächsten Schritt machst, dann brauchst du dich nicht verrückt zu machen. Du brauchst sie nicht hier und jetzt sofort zu verzaubern. Du musst nicht alles auf einmal richtig machen. Nein, 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 Verführung ist ein Tanz. Und du brauchst nur hier und da die richtigen kleinen Impulse setzen. Genau das macht einen Mann aus. Nicht diese komische Möchtegern-Dominanz, die du von überall immer zu sagen bekommst. Sie will, dass einer den nächsten Schritt macht. Aber wie viele Frauen denkt sie, dass du den nächsten Schritt gehen wirst. Und das vergessen wir leider viel zu oft. Verführung ist ein gemeinsamer Prozess. Es kann nur funktionieren, wenn wir es beide wollen. Ihr verführt euch immer gegenseitig. Aber eins musst du verstehen. Sie ist mit allergrößter Wahrscheinlichkeit genauso nervös wie du. Und mit dieser Frage helft ihr euch gegenseitig. Du holst dir die Sicherheit, die du brauchst. Und sie hilft dir, indem sie dir antwortet. Und wenn du wissen möchtest, wie sie vielleicht schon die ganze Zeit mit dir flirtet, ohne dass du es gemerkt hast, dann bekommst du alle Antworten in diesem Video.